Willkommen zum endlosen Labyrinth. Einem kleinen netten Game auf Steam. Game will collect the display on your altar, okay? Ich kann mein Altar beschwören. Okay. Ups. Okay. Der Knopf beschwört mir mein Altar. Hier kann ich sehen, wo ich bin. Oh, etwas Süßes. Okay. Könnte etwas dauern, bis der hier voll ist, dieser Altar. Er färbt auch das Licht. Okay. Das Labyrinth ist voll von verschiedenen Edelsteinen. Du kannst sie sammeln, indem du sie berührst. Okay, kann man alle 400 sammeln? Okay, das wird zumindest ein einfacher Einblick. Ich glaube kaum, dass wir hier alle sammeln im Let's Play. Dein Licht enthüllt wertvolle, unsichtbare Bonussteine. Distance gained by pointing the light at them and pulling the trigger. Muss aber jetzt nicht ein Schritt zur Seite ein spezielles Licht sein, oder? Ich glaube, ich habe mich für die zwei einfach so gebucht. Egal. Teleport. Sie rufen mir. Okay. Reset. Nein, resetten wollen wir jetzt nicht. Okay, wir teleportieren uns weg und dort taucht unser Altar auf, wenn wir ihn nicht brauchen. Okay. Das ganze Spiel hat im Moment einen sehr starken Talos-Prinzip-Einschlag mit diesem Labyrinth hier. Sie sind alle einzeln geschliffen. Sehr easy way. Den leichten Weg wollen wir gar nicht. Einstell. Deswegen. Ding, 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 ding. Der leichte Weg. Okay. Man wird nur die kleine finden. Okay. Das ist also hier der Tutorial-Weg. A star is born, of course, here only with split night. Also, das heißt, wir können auch ich bin zurück im Menü. This is the menu room is behind to change settings by touching the red. Okay, gehen wir mal auf Night. Moment. Im Menü versteckt. Okay.
Das Spiel hat Potenzial, einen sehr abzunerven. Haben wir jetzt einen Stern? Ah, wir haben schon einen Stern. Ein Stern! Ah, da sind auch ein paar Sterne. Und es kann tatsächlich sein, dass dann hier immer mehr Sterne hinzukommen. Und wie verlasse ich jetzt das wieder? Nein, 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 aus, aus, i. Gidi, gidi. Ah, besser. Guiden ist absolut nicht angenehm. Ah, ein Return-Button. Okay. Scanning, scan. Da war's. Ach komm. Ha, ein schöner Schliff. Ein viel schönerer Schliff. Da. Instant teleportieren wäre schön. Ein Rot. Ein richtig roter. Hui. Fällt der Game in Color into Fish rein. All nearby games will change to set color. Okay, also kann ich sagen, ich nehme dieses Blau, bling, und dann leuchtet alles hier außen rum blau. Okay. Ups. Vielleicht ist Grün nicht unbedingt das Beste. Rein, theoretisch. Mach mal eine schöne Signalfarbe wieder raus. Ah. Das heißt aber auch, ich sammle jetzt bloß rote. Oder nicht? Ist das gut? Die Bodentextur könnte ein bisschen Arbeit vertragen. Ah, einmal da. Boing, boing. Oh, schöner Edelsteinschliff. Ich kann mich tatsächlich durch den Riss teleportieren. Bing, bing, bing. Bong, 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 bong. Oh, größere. Bong, bong. Das Teleportieren zwischenzeitlich nervt ein bisschen. Ah. Das Labyrinth soll laut Beschreibung. Ah, wir sind entfernter. End
Fluss sich in alle Richtungen strecken. Also kann man davon ausgehen, dass wenn man lang genug in eine Richtung rennt, schon alle Edelsteine irgendwie mitbekommt. Leuchtet was? Leuchtet nichts? Ein Raum, mehr oder minder. Gut, das Spiel kann man auch im Sitzen spielen. Kling. Okay. Okay, auf dieses Feature hätten wir auch verzichten können. Das fühlt sich gerade ein bisschen doof an. Ah, der dreht sich. Ist jetzt, wenn es ein Runder ist, natürlich etwas schlecht. Okay, kann man auch zum Musikmachen verwenden. Oi, ach kommt. Liebe Edelsteine, ruft mir zumindest gleich auf den Ding. Bisschen suboptimal, aber ein schönes Entspannungsspiel. Durch den Garten rennen, beziehungsweise zu Hause stehen, mit den Armen wedeln. Das mit dem Stern haben wir ja schon festgestellt. Aber heißt das, sie sind jetzt gerade zurück? Oh. Ein Edelstein? Etwas ist es? Run? Ein Grashalm. Ach, kommt. Na gut. Ich habe das Run-Schildchen hier entdeckt. Da wird doch irgendeiner versteckt sein hier. Das Spiel läuft zumindest flüssig, jemals für ein Fazit. Das ist jetzt nicht unbedingt da. Ah. Das interessanteste Spielprinzip, aber sagen wir mal so, für Kinder zum ersten VR-Experimentieren, durch ein Labyrinth teleportieren, für Leute, die ein bisschen Sammlertrieb haben,
nach und nach diese... Ah, ein neuer Ring. Maybe this way. Tja, zurück nochmal zum Fazit. Gibt nette Atmosphäre in Sternen oder hier in am Tage. Es hat einen schönen Sammlertrieb, auch wenn die Steuerung teils ein bisschen hakelig ist mit dem Teleport, der sich erst auflädt und die Edelsteine, die dann einfach beispringen. Oin, oin, oin. Ups, zu weit. Für ein Let's Play vielleicht nicht unbedingt das Spannendste, gebe ich zu. Deswegen wird es wahrscheinlich auch von diesem Spiel keine weitere Episode geben. Aber es ist auch ein Spiel, was jeder selbst erfahren sollte, zumindest. Wenn er es Leuten vorstellt, könnte es zeigen, als Eröffnung, etwas Ruhigeres, etwas Entspannendes. Ah, ich habe die erste Statue gefunden. Pavel, der Bär. Und die hat sogar einen Edelstein für uns. Jo. Dann jetzt schnell noch die letzten Sachen zusammencollecten und mal den Altar angucken. Ja. Man müsste sich jetzt mit Musik auskennen, dass man weiß, wie man es richtig spielt. Ansonsten Edelsteine sammeln. 400. 1, 2, 3, 4. Dürfte etwa 100 pro Ebene geben in die verschiedenen Größen. Man kann am Schluss Musik machen anscheinend. Okay, das war's. Ein schönes Spiel, ein kleines Spiel, eine niedliche Sache. Viel zum Erkunden. Und mit diesen Worten, testet das endlose Labyrinth.